Wie lauten die Disziplinen der 8D, da kommt das D her, Disziplinen 8D-Methode? Wie lauten die Disziplinen der 8D-Methode? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Disziplinen. Erste Disziplin, bilde ein Team. Wir haben im letzten Video gesehen, die 8D-Methode ist eine teamorientierte Methode, um ein Problem zu lösen, dessen Ursache man noch nicht kennt. Bilde ein Team, beschreibe das Problem. Begrenze den Schaden durch temporäre Maßnahmen. Das schreibe ich jetzt nicht mehr hier hin. Beschreibe das Problem, begrenze den Schaden. Fällt Ihnen was auf? Dreimal B. Bilde ein Team, beschreibe das Problem, begrenze den Schaden durch temporäre Maßnahmen. Und dann geht es aber weiter mit E. Ermittle die Grundursache des Problems, dann wieder B, bestimme entsprechende Maßnahmen, hängt zusammen mit dem vorherigen Punkt, na? Also das ist hier erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Fünftens bezieht sich auf viertens. Bestimme entsprechende Maßnahmen, also Maßnahmen, die mit der Grundursache hier in Verbindung stehen, sie abstellen sollen. Sechstens, setze um. Setze um. Siebtens, bestimme wieder B. Maßnahmen, damit das Problem nicht wieder auftritt. Auch das spare ich mir jetzt hinzuschreiben. Bestimme Maßnahmen, damit das Problem nicht wieder auftritt. Und achtens schließlich, gehen wir mal hier runter, würdige die Leistung des Teams. Ich wiederhole nochmal. So besonders schön habe ich jetzt hier nicht geschrieben. Also, wie lauten die Disziplinen, man könnte auch sagen die 8 Disziplinen der 8D, 8-Disziplinen-Methode? Erstens, bilde ein Team, zweitens, beschreibe das Problem, drittens, begrenze den Schaden, viertens, ermittle die Grundursache, fünftens, bestimme Maßnahmen, um die Grundursache abzustellen, also bestimme entsprechende Maßnahmen. Sechstens, setze diese Maßnahmen um. Siebtens, bestimme Maßnahmen, damit das Problem nicht wieder auftritt. Und achtens, würdige die Leistung des Teams. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.